Hallo zusammen, wie ihr seht, die Sonne scheint und Emilia und ich sind draußen, denn wir haben heute für euch ein paar richtig, richtig coole Sommerspiele. Also raus mit euch auf die Spielstraße, auf den Spielplatz, in den Hinterhof. Viel Spaß dabei! Wir zeigen euch jetzt das Spiel Agatha die Schildkröte. Dafür haben wir uns hier auf dem Boden eine große Schildkröte gemalt mit 21 Feldern. Wir starten bei 1 und enden hinten bei 21. Das Ziel des Spiels ist es, dass wir möglichst schnell von einer Seite zur anderen hopsen. Was ihr dafür braucht, ist wie gesagt Kreide, um die Schildkröte zu malen, und ein Steinchen. Dann los geht's! Benjamin und ich starten beide auf den Füßen, verstecken gleich jeweils das Steinchen hinter unserem Rücken, zeigen dann beide Arme vor, sagen links oder rechts. Wenn wir den Stein in der richtigen Hand vermuten, können wir 3 Felder nach vorne gehen. Wenn er in der falschen Hand vermutet wird, geht's 1 Feld nach vorne. Wir haben hier noch Spezialfelder aufgemalt mit Pink und Gelb und sagen euch dann später, was es damit auf sich hat. Los geht's, fängst du an? Ich fange an. Links. Mein links oder dein links? Dein links. Jawohl. 3 Felder vor. 1, 2, 3. Die. Yes. Tada. Komm zu mir auf die 3. 1, 2, 3. Ja. Rechts. Jawohl. 4, 5. Wo ist die 6? Da drüben. Da drüben, okay. Jetzt müsste ich eigentlich probieren, falsch zu haben, damit ich die Leiter benutzen kann. Die. Yes! Ich bin auf dem pinken Feld. Hier ist ein Pfeil nach oben. Also geht's für mich die Leiter hoch. Wow, auf die 8 direkt? Direkt auf die 8. Sehr gut. Okay. Du bist dran. Ah, ich bin dran. Huch. Die. Ah! 7. Oh, ich komme aufs gelbe Feld. Das heißt, ich muss mich gleich umdrehen und spring dann rückwärts weiter. Sehr gut. Okay, los. Achso. Nein! 8! So, du bist dran. Uiuiui. Ui, ui. Ein großer zurück Sprung. Zur, oh ja, ich mach Platz. Sehr gut. Jawohl. 3 Sprünge. 9. 10. Nein. 11. Und der Pfeil geht nach unten. Das heißt, Benjamin wieder zurück auf die 7. Nein. Okay. Ich bin dran. Ja. Bitte, 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 bitte. Ja! Oh, ich gehe, ich bleib weiter rückwärts. 1, 2, 3. Weit vorne. Weit vorne. Jawohl. Okay, wieder. 8, 9, 10. Oh, jetzt steht er schon wieder vor der 11. Nein! Schon wieder 3. Okay, weiter rückwärts. 1, 14, ups. 2, 15, 3. 16. Ich bin wieder auf dem gelben Feld gelandet. Das heißt, ich darf mich wieder umdrehen und vorwärts weiterspringen. Wir hätten die Regel einführen sollen, dass du, wenn du auf der 16 bist, wieder auf die 1 musst. Ja, das wäre eine gute Regel gewesen. Nicht geklappt. Nein. Nein! Und tschüss. Okay, tschüss. Also 7 ist auch mein absoluter Lieblingszahl. Die da. Zack, vorbei. Aber, ups, vorwärts weiter. Ja, klasse. Und Pfeil nach oben, ab auf die 20. Du hast mir heute eine Glücksschildkröte gefrühstückt, wa? 8. Langsame Schritte sind besser als gar keine Schritte, ne? Hä? Zack! Oh, ich brauche nur noch einen? Ja. Ja! Okay. 8,
9, 10, 11, klasse. Auf die 7. Na gut. Okay. Und den. 1, 2, 3. Wuhu! Gratulation, Gratulation. Also, ich habe die erste Runde gewonnen, aber Benjamin hätte bestimmt noch 10 Minuten auf seiner 7 gestanden. Jetzt seid ihr an der Reihe, schnappt euch eure Kreide, malt euch eure eigene Agatha die Schildkröte. Ihr könnt natürlich ganz kreativ werden, malt euch neue Spezialfelder mit dazu. Ihr könnt zum Beispiel eins machen, wo ihr auf einem Bein springt oder einen Frosch in ein Feld malen und dann bewegt ihr euch nur noch in Frosch springen vorwärts. Da könnt ihr ganz kreativ malen werden. Ihr könnt auch die Schildkröte noch viel größer malen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.